vielen lieben herzlichen Dank. Kommen wir gleich mal zu einem Herrn, den kennt man, wenn man ihn sieht und überlegt sich manchmal, wo ordne ich ihn zu. Er ist 1989 ist er Mitglied des Vorstandes der Kapsch AG geworden und seit Oktober 2001 deren CEO. Hier ist Georg Kapsch. Variety fosters creativity and creativity fosters change. And saying that, I wish you a pleasant day and pleasant 3 days in the 4 Game Changer Festivals. Thank you very much. Diese Digitalisierung, was die bislang gebracht hat, das war im Grunde bis jetzt ein netter Gruß aus der Küche. Ja, also Ihre Smartphones, danke. Ihre, keine Ahnung, zu Hause Computer, das ist der Gruß aus der Küche. Was jetzt kommt, das wird extrem schnell gehen, das wird ein 5- bis 7-gängiges Menü. Und Industrie 4.0 wird alles revolutionieren, und zwar nachhaltig. Darüber werden wir sprechen. Wo bleiben wir da als Menschen, wo bleibt auch Europa? Herr Kapsch ist schon da. Wir begrüßen sehr herzlich Guido Baltes. Er sagt, Asien und die USA brauchen wir gar nicht. Wir können einen eigenen europäischen Weg gehen. Herzlich willkommen, Guido Baltes. Sabine Herrlitschka, sie ist CEO und CTO von Infineon. In Österreich ist Sie und Ihr Unternehmen das Aushängeschild, was Industrie 4.0 betrifft. Herzlich willkommen. Frank Melzer war gerade der Mann auf der Bühne. Er ist Chairman CTO beim Automatisierungsspezialisten Festo. Er gilt als kapazund und als mega innovativ und hat gerade seine fliegende Libelle vorgeführt. Herzlich willkommen. Peter Mitterbau ist CEO beim Motorenhersteller Miber. Er sagt, E-Autos, alles nett und schön, aber der Dieselmotor ist nach wie vor ökologischer. Herzlich willkommen, Peter Mitterbauer. Sandra Stromberg ist von der Initiative Industry Meets Makers. Sie sagt, wir haben die Digitalisierung in Europa einfach verschlafen. Aber jetzt mit Industrie 4.0 können wir aufholen. Herzlich willkommen. Und dann noch einen Gast haben wir noch. Peter Umundum, er ist Vorstandsmitglied der Österreichischen Post AG. Und an seinem Geschäft knappern ja seit Jahren viele. Amazon möchte zukünftig ja mit Drohnen die Pakete liefern. Herzlich willkommen. So, wo ist der Herr Melzer? Da ist er. Es haben Sie uns gerade eine vierflügige Libelle. Schauen Sie, ich kann es nicht aussprechen, Sie können es automatisieren. Sie haben erzählt, ein Fluggerät vorgestellt, das voll autonom durch einen Luftraum fliegen kann, als Vorbild hier Flughunde hat. Und Sie haben auch autonom schwimmende Fische. So, ist das Industrie 4.0 oder ein Hobby? Gute Frage. Das ist für uns vor allen Dingen Inspiration. Wie schon vorher gesagt, Inspiration, Innovationen zu machen, neue Wege zu gehen. Und es ist wahnsinnig viel Digitalisierung in diesen Objekten drin. Und Industrie 4.0 ist die Verbindung der Datenwelt mit der physischen Welt. Zum einen auf dem digitalen Zwilling, wie ich gerade gezeigt habe, wo ich am digitalen Zwilling lernen kann, ins reale Objekt überlege. Oder auch, wo ich Daten aus den smarten Produkten nutze und Datenökonomie mache. Das ist eigentlich die Vorstufe, sind unsere kleinen bionischen Experimente. Also das heißt, die reale Welt und die digitale Welt, das verschmilzt jetzt und das ergänzt einander, sehe ich das richtig? Ja, das ergänzt sich und es gibt ganz neue Möglichkeiten. Wir kennen das, die Datenökonomie im B2C-Bereich. Wir werden die gleichen Möglichkeiten in der Industrie haben, wo wir über Nutzung der Daten Mehrwerte schaffen, über bessere Qualität, über bessere Ausnutzung der Anlagen oder auch Entlastung des Menschen da drin. Und da haben wir wahnsinnig Potenziale. Dann bleiben wir gleich beim Menschen und kommen wir nach Österreich. Herr Präsident Kapsch, der österreichische Arbeitnehmer wollte ja zuletzt bei dieser Karfreitagsdiskussion eigentlich einen 14., einen weiteren Feiertag haben. Passt das irgendwie zusammen, diese Digitalisierungswelt und der österreichische Arbeitnehmer, der gerne möglichst viel frei hätte? Also ich glaube, gerade die österreichischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind extrem flexibel. Ich denke, wir sind ein bisschen auf der anderen Seite Lernmuffel. Und wenn wir Lernmuffel sind, tut uns das natürlich nicht gut im Bereich der Digitalisierung. Aber Digitalisierung gibt es eigentlich seit
mehreren Jahrzehnten. Ich habe es gerade vorhin gesagt, nur die Dynamik hat sich halt einfach verstärkt und dem müssen wir Rechnung tragen im Bildungssystem, als auch natürlich in den Unternehmen, und wir in den Unternehmen tun eigentlich schon relativ viel. Können Sie das bestätigen, Frau Herditschka? Sie sind CEO, CTO bei Infineon in Villach. Infineon gilt da als ja, der Treiber, das Paradebeispiel für Industrie 4.0 in Österreich. Sind wir Lernmuffel, wir Österreicher? Nein, wir sind überhaupt nicht Lernmuffel. Bei dem Thema ist Bildung und Ausbildung und vor allem berufsbegleitende Bildung das essentielle Thema. Wir tun als Unternehmen sehr viel, arbeiten da intensiv mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen. Da gibt es hohes Interesse, sich auch weiterzubilden. Und das ist die wesentliche Basis, dass wir die Chancen aus der Digitalisierung und Industrie 4.0 auch wirklich gut nutzen können. Bleiben wir trotzdem noch in Österreich und kommen wir zur Post. Wir geben Facebook, Google, YouTube bereitwilligst alle Daten. Wir posten, was wir da essen, mit wem wir gerade wo sind. Wenn die Post ein bisschen Daten von uns hat, sind wir ganz sauer. Haben Sie das fair empfunden? Ich halte den Begriff Datenskandal schon für eine Spur überzogen. Mhm. Klarerweise braucht es eine gute Adressdatenbank, um in Top-Qualität Tag für Tag alle Haushalte österreichweit zu bedienen. Das tun wir auch. Wir haben hier einige statistische Daten dazu gespielt, die wir jetzt auch wieder gelöscht haben, nicht erwünscht, haben wir verstanden. Ich glaube, dass wir auch ein bisschen die Speerspitze sind, um hier auch für Rechtssicherheit zu sorgen. Und auf der anderen Seite spüren wir auch von unseren Kunden, gibt es einen hohen Bedarf, auch mit Prognosedaten, Predictive Analytics, einfach punktgenaue Zustellfenster sicherzustellen, gute Zustellqualität auf die Reihe zu bekommen. Das wird auch gewünscht. Machen wir mal ein bisschen einen Blick außerhalb Europas, kommen wir zu Ihnen. Herr Baltes, Sie unterrichten jedes Jahr in den Vereinigten Staaten, auch in Asien. Ist genau das Problem, wenn die Post ein paar Daten von uns hat, dann sind wir nach dem Motto, dann rufen wir, haltet den Dieb gegen diese großen Giganten wie Amazon, Google, Facebook. Ja, das gehört halt dazu. Ist das Problem auch in Europa, dass wir da ein bisschen fast eine Doppelmoral haben? Richtig, dass wir da ein Stück weit eine Schizophrenie haben im Moment. Dass wir die Servicequalität sehr schätzen, die wir von amerikanischen Marktführern geboten bekommen. Sie haben ein paar davon genannt und gleichzeitig gerne an der alten Welt und der Privatsphäre, wie wir sie aus der analogen Welt noch kannten, gerne festhalten wollen. Wichtig ist deswegen, glaube ich, zu verstehen, dass die Digitalisierung nicht einfach nur eine neue technische Option ist, nicht ein paar mehr Sensoren, ein bisschen mehr Daten und ein bisschen mehr Software, sondern tatsächlich eigentlich ein technologisch getriebener, tiefer gesellschaftlicher Wandel ist, den man nur vergleichen kann mit dem, was so in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts mit der Mechanisierung und Industrialisierung passiert ist. Und dass die Konsequenz davon sein wird, dass wir eben auch eine neue Gesellschaft bekommen. Und ein Teil davon sind andere gesetzliche Regelungen. Ich würde mir wünschen, es wird nicht so werden, wie es im Silicon Valley im Moment behandelt wird. Aber wir sollten weniger sozusagen skandalisieren, was jetzt an der Stelle passiert ist, sondern uns eher konstruktiv darum bemühen, wie wollen wir beispielsweise das Thema Privatsphäre, souveräner Umgang mit den eigenen Daten im Internet, wie wollen wir das in einem europäischen Weg tatsächlich regulieren? Ich gehe eines weiter zu Frau Stromberger. Industry meets Makers, Sie kennen also quasi beide Welten, diese großen Unternehmen und auch diese schnellen, modernen, trendigen Startups. Ja. Jetzt haben Sie gesagt, eigentlich hat Europa die Digitalisierung bereits verschlafen. Das heißt, da stehen wir am Bahnhof, der Zug ist aber schon lange weg. Sie sehen da jetzt in der Industrie 4.0 aber tatsächlich eine große Chance für Europa. Warum, wieso? Was haben wir verschlafen? Was können wir jetzt besser machen? Ja, ich glaube, dass wir es verschlafen haben, das ist offensichtlich. Die Amerikaner und auch China sind irrsinnig schnell unterwegs. Ich glaube, wenn wir jetzt Geschwindigkeit aufnehmen und ganz schnell nach vorne ziehen, dann können wir diesen Rückstand, sage ich jetzt mal unter Anführungszeichen, wieder aufholen. Ja. Und generell ist so, dass wir aus der Softwarebranche sehr viel lernen können. Die hat schon vor 15 Jahren auf Open Source gesetzt. Man weiß, dass Open Innovation das Tempo erhöht, weil die internen Teams gar nicht so schnell arbeiten und denken können, wie sie es können, mit externen gemeinsam. Und das ist, glaube ich, jetzt die große Chance. Und auf das setzen wir mit Industry Meets Makers. Ich sehe schon, der Herr Präsident schreibt Bildung mit. Dazu müssen wir auch gleich kommen, beziehungsweise über das sprechen. Herr Mitterbauer, zu Ihnen. Sie sind vom Motorenhersteller MIBA, international agierend. Sie sagen, alles eine nette Idee, E-Auto emissionsfrei. Das stimmt dann wohl nicht ganz, weil auch der Strom wird ja irgendwo erzeugt. Und Sie sagen, wenn es mir um die Umwelt geht, dann bitte fahren in Diesel. Warum? Wenn ich die Diskussion der letzten Monate ein bisschen verfolge, speziell auch in der Öffentlichkeit, ist sie schon ein bisschen zugespitzt und würde ich sagen auch fast ein bisschen übertrieben.
die neuen Dieselaggregate, sei es für PKWs, aber natürlich auch für andere, sind deutlich unter ihren Wert verkauft. Heute neue, moderne Diesel haben viel geringere CO2- und NOx-Ausstöße, etwa 15% weniger CO2 als ein Ottomotor oder als ein Benzinmotor. Also wenn man der Umwelt wirklich was zugute tun möchte, kauft man jetzt einen Diesel und keinen Ottomotor. Aber auf der anderen Seite wird er gerade verboten in Städten. Und da ist auch viel, wie soll ich sagen, self-fulfilling prophecy oder Populismus dabei und nicht mehr faktenbasierte Diskussion. Der Herr Baltes würde da ganz gerne zu dem Thema auch noch etwas sagen, oder? Sie haben gesagt, das ist quasi müßig. Also das ist nett, wenn Österreich da schöne Diesel baut oder die europäische Autoindustrie. Die Chinesen haben beschlossen, wir fahren mit E-Autos und Punkt. Wie haben Sie das gemeint? Ich nehme mal ein Zitat der deutschen Umweltministerin auf, das sie so im Zusammenhang mit dem Dieselskandal von VW geäußert hat. Und sie hat gesagt, ein Dritter von außen wäre nicht in der Lage gewesen, die europäische oder in speziellen die deutsche Automobilindustrie so mit Absicht zu schädigen, wie sie es selber hinbekommen hat. Und ich glaube, das ist mit Sicherheit richtig, denn im Kern ist es ja so, dass der größte Mobilitätsmarkt der Welt, China, massiv auf Elektromobilität setzt. Wir können lange diskutieren, ob das jetzt eine gute oder eine schlechte Entscheidung ist. Aber das, was ich jetzt seit Jahren in China erlebe, ist, wenn die chinesische Regierung beschließt, dass etwas funktionieren soll, wird es am Ende funktionieren, auch wenn sie zum Zeitpunkt des Beschlusses noch nicht so genau wissen, wie es denn dann funktionieren soll. Ich bin Ingenieur genug, um ihre Argumente nachvollziehen zu können, aber ist das denn die bessere Technologie? Das ist nicht danach, wonach die Kunden entscheiden. Verstehen Sie, 2006 hätte ich Sie nach einem Mobiltelefon gefragt und was Sie am meisten stört, dann hätten Sie mir gesagt, ja, ich kann da ganz schlecht den Text eingeben und so weiter. Wenn ich Ihnen da gesagt hätte, hey, ein Telefon ohne Tastatur, könnte das nicht die Lösung sein, hätten Sie mich für verrückt erklärt. Heute halten wir das für normal. Ja, das heißt also, dieser Übergang, in dem Innovation von der Gesellschaft angenommen wird, da geht es nicht um objektive Argumente, ja, sonst könnte ja Porsche auch gar kein einziges Auto verkaufen, denn wenn wir uns überlegen, was jetzt ein gesellschaftlich akzeptiertes Fahrzeug ist, dann fällt der Verbrauch von Porsche da irgendwie nicht rein, ja, sondern es sind ganz andere Motivatoren und da wird mit den Füßen abgestimmt und nicht eben auf der Basis einer Energiebilanz. Dass die Kunden in 3, 5 oder 10 Jahren kaufen, wird die Zukunft weisen. Ob die dann alle wirklich die Elektroautos haben wollen, du bist ihn. Okay. Herr Kapsch. Vielleicht nur 3 oder 4 Punkte kurz dazu. Erstens einmal, natürlich in einer Diktatur passieren die Dinge einfach so, wie sie angeschafft werden. Das wird Europa nie so zu Wege bringen. Warum China auf die Elektroautos setzt, ist auch klar, weil sie in den Verbrennungsmotoren die Technologie nie hinbringen. Das heißt, es ist ihre einzige Chance, in den Automobilmarkt einzusteigen. Genau. Das Dritte ist, ich gebe Ihnen natürlich recht, dass die Motivation der Käufer etwas anderes ist. Ich kann auch das Beispiel Smartphones nachvollziehen. Nur ich denke, wenn es um die Frage des Klimawandels geht, dann und um die aktive Einflussnahme der Politik, und das passiert ja hier, dann ist sehr wohl evidenzbasiertes Umgehen mit den Dingen gefragt und nicht mehr die Motivation der einzelnen Käuferinnen und Käufer. Und insoweit bin ich der Ansicht, dass die E-Mobilität, aber ich gebe zu, ich stamme nicht aus dieser Branche, für mich eine Übergangstechnologie ist und man im Prinzip immer die Ökobilanz sehen muss und nicht die Frage der Emission alleine. Ja, das stimmt, was Sie sagen. Das heißt, diese politische Entscheidung in China, Elektromobilität ganz stark zu forcieren, dass es eben nicht nur eine Frage ist, Abgase aus der Innenstadt rauszukriegen, sondern ganz klar auch eine industrieförderpolitische Maßnahme. Gerade deswegen ist es naiv zu glauben, dass wir als Europäer mit einem vergleichsweise kleinen Markt uns dagegen stemmen können. Ja, also wir Deutschen haben ja beispielsweise Angela Merkel dann nach China geschickt und sagt, also überzeugt ihr doch mal, dass die E-Auto-Regulierung noch mal ein Jahr später kommt. Also das bedeutet einfach nur, unsere Industrie lässt sich noch länger Zeit, in diesem Markt aktiv mitzugestalten. Und damit meine ich den chinesischen Markt tatsächlich. Und damit steigt einfach die Gefahr, dass in Deutschland die führende Industrie insgesamt tatsächlich im internationalen Wettbewerb zurückfällt. Das heißt, wenn ich es richtig zusammenfasse, dann haben wir keine Tasten auf den Smartphones, weil das der Amerikaner so wollte. Und wir fahren E-Mobil oder E-Mobilität kommt, weil das der Chinese so wollte. Gut, und genau das ist das Problem, dass Europa gerade seit 2 Jahren mit dem Brexit beschäftigt ist, aber auf solche Fragen keine Antworten hat. Sie sind da ganz vorne dabei, Herr Melzer. Sie sind da innovativ, da schlägt Ihr Herz nur so.
wohl auch für Europa. Wie sehen Sie die Situation? Sie engagieren sich in Deutschland auch Lenkungskreis der Plattformindustrie 4.0. Es sagt der Herr Baltes, und das sagen wohl auch wir Österreicher, die ja auch an der deutschen Autoindustrie dranhängen. Gratulation, man schießt sich die Leitindustrie ab. Da muss Ihnen doch das Weinen kommen, wenn Sie parallel dazu moderne Fluggeräte entwerfen können. Ich möchte es von vorhin aufgreifen. Sind wir hinten bei der Industrie 4.0? Nein, definitiv nicht. Wir sind hinten im B2C-Markt, in unserem täglichen Umfeld. Und da wird die Datenökonomie im Prinzip von einem einzigen System, von einem zentralistischen System geprägt. Einmal ein amerikanisches, privatwirtschaftlich getrieben. Wir kennen die Googles, Amazons, Facebooks. Und zum anderen ein chinesisches, staatliches Getriebenes. Und diese zwei Systeme passen gar nicht für die Industrie. Vor allen Dingen passen die gar nicht für Europa, passen gar nicht für unsere Struktur. Unsere Industriestruktur besteht aus vielen Firmen, aus kleinen, großen und wird getragen vom Mittelstand. Die Vielfalt macht Europa aus. Und das ist die Kraft von Europa, gerade in der Industrieautomation und in der Industrietechnik. Es geht nicht nur um ein paar wenige große Fabriken. Wir haben ein riesiges Spektrum. Und das ist der Vorteil von Europa. Und das ist auch da, wo ich sage, erste Halbzeit, Industrie 4.0 verloren? Nein, definitiv nicht. Wir sind da vorne. Wir müssen jetzt in der Umsetzung sehen, dass wir in die Breite kommen, dass wir diese Datenökonomie-Modelle auch wirklich leben und den Mehrwert rausziehen. Da stehen wir jetzt davor. Okay, also Herr Metz, das Ganze ist also positiv, wunderbar. Hey, um und um, E-Mail und diese ganze Digitalisierung hat Ihr Geschäftsmodell schon mal durch eine ordentliche Disruption geworfen. Das hat die Post gut gemacht, auch dank dieser großen Riesen wie eben Amazon und so weiter. Und jetzt kommt dieser Große auf die Idee, ich baue mir eigentlich noch meine eigenen Logistikzentren und die Post ist zwar ganz nett österreichisch, aber ich fliege künftig mit Drohnen. Was hält die Post dem entgegen? Auch wir haben zahlreiche Tests bereits laufen im Bereich von autonomen Fahren. Also rangieren zum Beispiel auch in den eigenen Hof, im eigenen Hofgelände. Auch autonome Zustellung wird massiv ein Thema. Drohnen haben wir getestet, ist glaube ich in der Paketzustellung noch weiter weg. Aber auch gerade die sehr enge Anbindung zum Kunden hin, wo der Kunde auch mitentscheidet, wann wird das Paket zugestellt, wie wird es zugestellt, also auch der Empfängerkunde. Mobile in Kombination mit der Logistik wird da immer wichtiger. Und Stichwort Amazon. Amazon ist mit Abstand unser größter Kunde, bleibt auch unser größter Kunde, davon gehe ich aus, dass die in Ballungsräumen international, weltweit in Wirklichkeit eigene Logistik aufbauen. Damit werden wir umgehen müssen. Wir haben Bildung davor eingeworfen, dass das ein ganz großes Thema ist. Wie ist es bei Ihnen, bei Infineon? Finden Sie die Arbeitskräfte? Und wenn ja, wo? Ja, also wir finden die Arbeitskräfte, ich möchte es aber auch gerne umgekehrt zeigen. Wir sind ein Unternehmen, das einfach hochattraktive Arbeitsmöglichkeiten schafft. Wir haben vor 1,5 Jahren bekannt gegeben, dass wir in Forschung und Entwicklung um 860 Stellen ausbauen. Und das sind einfach hochattraktive Berufsmöglichkeiten, Karriereverläufe für Leute, die sich für Technik interessieren, die gerne mit der Technik sich weiterentwickeln wollen in einem Unternehmen, das in Österreich stark verankert ist, aber auch international global tätig ist. Wir haben einen sehr holistischen Ansatz bei der Bildung. Wir fangen an bei einem Kindergarten, wo wir einen Schwerpunkt auf Naturwissenschaften und Technik setzen. Und da sind die Buben und die Mädels mit den großen leuchtenden Augen im Science Minis Lab und haben uns genauso bei einer internationalen Schule engagiert. Also für uns ist das Thema Bildung von sehr früh bis durchgängig berufsbegleitend ein wichtiger Punkt, und so gelingt es uns auch, die Fachkräfte und Arbeitsplätze oder Mitarbeiter zu finden, und wir internationalisieren natürlich auch stark. Heute ist jeder zweite neue Mitarbeiter, Mitarbeiterin nicht aus Österreich, sondern aus mittlerweile 60 verschiedenen Ländern. Bitte, Herr Melzer. Das ist ein guter Punkt, wo ich nochmal aufgreifen möchte, auch der Baltes hat gesagt, die Digitalisierung Industrie 4.0 ist vor allen Dingen in großer Transformation gesellschaftlicher Wandel. Und das sehen wir auch in den Firmen. Wir kriegen neue Kompetenzen rein, wir haben neue Chancen. Wir glauben, dass die Chancen den Risiken überwiegen. Wir müssen aber auch unsere ganze Belegschaft alle mitnehmen in dieser Transformation. Das geht einher mit stark Bildung, mit anderen Formen der Ausbildung, Microdegrees, dauerhafte Unterstützung, um die Chancen zu nutzen. Und als Festo haben wir schon vor ewigen Zeiten angefangen, die Ausbildung in unserer Didaktik zu sammeln und Industrieautomation mit Didaktik zusammenzubekommen. Weil nur durch die Bildung kommen wir auch weiter und können den Mehrwert nutzen und haben da auch ein holistisches System. Und das Ganze wird in Industrie 4.0 noch viel, viel wichtiger, gerade für Europa, wo wir eine exzellente Basis haben in der Ausbildung, das aber rein viel stärker in die Firmen zu tragen. Und das ist eine unserer großen Chancen in Europa, die wir auch als Unternehmen nutzen müssen. Wir müssen den Wandel im Unternehmen gestalten als Unternehmer.
Herr Kapp, Sie haben, er hat schon vor einer gefühlten halben Stunde Bildung auf seinem Blog geschrieben. Das ist ein Anliegen. Was wollten Sie dazu sagen? Nun gut, ich habe es mir mal aufgeschrieben. Ja, das heißt nicht, dass ich jetzt was sagen muss. Ich habe reingeschaut. Vielleicht sage ich etwas bisschen provokant. Die Halbwertszeit unseres Wissens reduziert sich ja permanent. Das heißt, was vor 10 Jahren jetzt wirtschaftlich relevant war, ist heute nicht mehr so relevant. Früher waren die Zyklen wesentlich länger. Das heißt aber, dass wir eine wesentlich höhere Anpassungsfähigkeit brauchen, als wir das in der Vergangenheit brauchten. Und da, und das ist vielleicht jetzt etwas provokant, bin ich der Ansicht, dass wir viel stärker auf das Thema Allgemeinbildung gehen müssen, die Menschen viel breiter bilden müssen, weggehen von der engen Ausbildung, die jahrelang, jahrzehntelang gefordert wurde. Der wesentliche Punkt für mich ist, dass wir eine breitbandige Bildung geben, und da muss ein Schwerpunkt natürlich das Thema MINT sein. Aber zu glauben, wenn wir jetzt in den Schulen Wireless LANs einführen, flächendeckend, und jedem ein Tablet in die Hand drücken, dass wir damit das Problem gelöst haben, dass wir damit unser grundlegendes Bildungsproblem lösen, das ist ein Irrtum. Ja. Also ich kann Ihnen gar nicht sagen, wie sehr ich das unterstützen möchte, was Sie gesagt haben. Ja? Und wenn das provokant wäre, was Sie sagen, dann wäre es verdammt schade. Ja? Das sollte eigentlich Common Sense sein, weil der Punkt ist ja, Sie haben genau recht, die Schulen und Hochschulen kommen in ihren Ausbildungsprogrammen, und jetzt spreche ich als jemand, der in einer Hochschule ist, der technischen Entwicklung, also das, was Sie als wirtschaftlich relevantes Wissen bezeichnen, in keinster Weise hinterher. Und wir haben auch überhaupt keine Chance, das zu tun. Aber der Schlüssel ist ja, sich zu fragen, was müssen Menschen eigentlich lernen, um in dieser Transformationszeit, und darüber sprechen wir sprechen nicht über das digitale Zeitalter, das kommt irgendwann in 20 Jahren, was wir dann brauchen, darüber müssen wir uns heute nicht viele Gedanken machen, sondern die Frage ist, wie qualifizieren wir breite Teile der Bevölkerung, um in diesen nächsten 10, 20 Jahren beschäftigungsfähig zu sein? Und da wird der Wettbewerb davon bestimmt sein, dass ganz viele einfache Tätigkeiten, die regelbasiert sind, also der Mensch, der meinetwegen bei VW mit 5 Schrauben ein Rad ans Auto schraubt, ja, das von Robotern erledigt wird. Und wenn wir Menschen in diesen Wettbewerb schicken, können sie nur verlieren, werden sie nicht nur frustriert, sondern am Ende auch arbeitslos, und dann werden wir als Gesellschaft instabil. Das heißt, da, wo Menschen in dieser Welt, wo Roboter und Software sehr viel übernehmen, noch arbeitsfähig sind und einen Wert schaffen, da werden sie ihre urmenschlichen Qualitäten einbringen müssen. Kontextfähigkeit, Empathie, Intuition, Flexibilität, Anpassungsfähigkeit, genau wie Sie es gesagt haben. Und das digitale Klassenzimmer, da geht es darum, diese Fähigkeiten zu fördern. Mhm. Verstehen Sie, wenn ich heute in dem Studiengang eine Vorlesung über Algorithmen aufsetze, das ist Wissen, das ist maximal 24 Monate relevant, vielleicht sogar nur 18 Monate. Mhm. Da habe ich meine ganze Energie verschwendet. Aber wenn ich Lernfähigkeit unterrichte, ja, und daraus anpassungsfähige und neugierige Menschen herauskommen, dann gebe ich denen etwas mit, dass sie dann auch für eine ganze Zeitstrecke in der Industrie relevant und arbeitsfähig hält. Und dann geht es eher darum, in solchen Kooperationsprojekten, wie Sie es gesagt haben, also in der Industrie gerade das relevante Wissen weiterzubilden und zu verbreiten. Und ich bin sehr froh, wenn ich höre, dass jetzt in Finnland an der Stelle auch sozusagen aktiv wird. Wir sehen in Baden-Württemberg, da wo meine Hochschule sitzt, gibt es viele kleinere Mittelständler, die sehnsüchtig daraus warten, dass wir Hochschulen die qualifizierten Leute sozusagen ausproduzieren. Ich muss immer sagen, es tut mir echt leid, das wird nicht in der Geschwindigkeit passieren, wie ihr sie braucht. Frau Stromberger, Sie haben gesagt, sehr, sehr engagiert sind die Menschen bei Industry Meets Makers, die machen da auch viel in der Freizeit. Wo haben denn die Bildung her, oder sind die einfach nur motiviert? Die sind zum großen Teil wirklich einfach motiviert. Die treffen sich in Spaces und Labs und probieren komplett neue Sachen aus. Die lesen sie auf Spezial-Nischen-Plattformen, lesen sich da ein, probieren es aus und machen einfach Prototypen aus Spaß und an der Freude sozusagen. Und das sind wirklich ein Treiber. Man kann es aber nicht sagen, die sind dann auch durch ein österreichisches Bildungssystem gegangen und sind trotzdem gut ausgebildet. Doch, sie sind wie andere auch durchs Bildungssystem gegangen. Sie haben das einfach, das ist ein Hobby von ihnen oder ein Motivationsfaktor, da das neu herauszufinden. Das sind echte Erfinder, würde ich mal sagen. Die Daniel-Lüsentrips, die wir früher hatten, sind das jetzt, die in diesen Spaces sitzen. Und ich glaube, genau dann, wenn die Roboter gewisse Sachen übernehmen werden, wie wir es ja jetzt schon absehen können, dann werden diese Leute in die Krise fallen. Das heißt, wir müssen den Menschen ein anderes Wertesystem geben. Da gibt es Applaus für Sandra Stromberger von Industry Meets Makers. Dieses Gesellschaftsbild des Arbeiters,
das ist genau das, was entstanden ist, irgendwie so nach 1870, 1880. Mhm. Und da ist auch mehr Produktivität durch mehr Arbeit. Also diese ganzen Wertesysteme sind entstanden eben in dieser Popularität der Industrialisierung, Mechanisierung. Das ist vorbei. Produktivität durch mehr Arbeit wird in Zukunft immer weniger relevant, sondern Produktivität kommt durch sozusagen mehr Software, mehr Intelligenz, mehr Daten. Und die Frage ist, wo haben Menschen darin dann einen Wert und wie ist ihr Selbstverständnis? Und das müssen wir tatsächlich neu definieren. Herr Mitterbauer, Ihr Unternehmen, die MIBA, ist international auch tätig. Da sprechen wir von Asien genauso wie von Nord- und Südamerika. Das heißt, Sie haben auch einen ganz weiten Blick auf diese Welt. Und Sie sagen, das ist eine Kulturfrage. Ich brauche hier... Sagen Sie es mit Ihren Worten, was brauche ich, um hier auch gerüstet zu sein für Industrie 4.0? Ich glaube, egal ob das Unternehmen 50.000 Leute hat, in unserem Fall 7.500 oder ein Startup mit 4 Leuten ist, das ist eine Frage der Kultur und des Umfelds, was man in Unternehmen, kleineren oder größeren, schafft. Und ich sage sehr, gute 50 Sekunden, ist schwierig, aber es geht wirklich um das Thema, hat man flache Hierarchien, hat man die Möglichkeit, Sachen unternehmerisch anzugehen, was auch immer Unternehmertum heißt. Und das heißt nicht immer alles schön, nur Prozesse und alles rosig und keine Fehler, sondern auch die Möglichkeit, Sachen auszuprobieren. Das hat sehr viel mit Kultur, mit Machen, mit Erfolg suchen und nicht Misserfolgs vermeiden zu tun. Also wir haben da als Europäerinnen, als Europäer definitiv Chancen. Wir sollten diese Chancen aber nutzen. Und wenn ich es richtig zusammenfassen darf, ist, wer will, der findet einen Weg. Wer nicht will, der findet vielleicht Gründe. Bitte großen Applaus für unser Podium. Dankeschön. Dankeschön.